herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. Jo, wir machen hier mal weiter. Wir sind ja gerade beim Diesel hier am Berg und helfen ihm bei der Aussaat, beziehungsweise wir säen aus und er guckt zu. Ah ne, er düngt. Ich wollte gerade sagen, ich dünge immer noch. Ja, servus. Salve. So, warte mal, hab ich so richtige, ja, Zwiebeln wolltest, gell? Ja. Gut, passt. Abfahrt. Ich müsste gleich nur mal eben kurz Mohn verkaufen, damit ich meinen LKW bezahlen kann. Jojo. Wird sowieso eine Weile brauchen hier. Wenigstens haben wir genügend Leistung am Start hier mit dem Xerion. Ich glaube schon, dass das genug Leistung ist. Ich weiß ja nicht, wie viel PS der hat. 400, glaube ich. Aber GPS muss ich mal noch einbauen lassen. Oh, das könnte ich gerade mal. Ich gerade mal gucken. Der ist gerade nicht da. So, ich muss auch mal gucken diese Woche, dass wir bei den Produktionen wieder ein bisschen was machen. Wobei Holzkohle haben wir ja gerade auf Halde. Müssen wir ja nicht unbedingt produzieren. Und die Gemeinde kauft gerade sowieso nichts an. Karton müsste man eventuell gucken, wobei ich da auch nicht zu viel vorproduzieren will, weil sonst liegen uns die ganzen Paletten rum. Ist auch nicht so optimal. Daher bin ich gerade eher da am Warten. Papier wird im Moment auch noch nicht benötigt. Ja, wir könnten dann mal gucken, gegen Ende der Woche, dass wir vielleicht unsere eigenen Produktionen wieder auffüllen. Beim Metzger mal vorbeigucken. Ah. Diesel? Ja. Die Schweinchen hat es ja schon gekauft, oder? Ja. Okay, gut. Müssen wir, glaube ich, noch eine Woche auf die Mast warten. Nächste Woche fertig. Eigentlich würde ich gerne auf ein zweites Feld sparen, aber ich glaube, dass ich das nicht hinkriege. Das ist noch zu viel Geld. Die kosten bei mir unten alle so um die 300.000. 100.000 hätten wir gerade auf Kante. Wobei da ja auch noch Dings da kommt. Die
die Holzscheitproduktion, die ich mir letzte Woche ja eigentlich angeschaut hatte, beziehungsweise kaufen wollte, aber wo der Jürgen nicht schnell genug war. Doch mal anrufen. Ist ja okay. Hallo? Jürgen? Ja? Ah, gut, dass ich dich gleich dran habe. Du bist inzwischen so schwer zu erreichen, das ist ein bisschen doof. Warum? Ja, weil du kein eigenes Telefon mehr hast. Ja, kannst du einfach bei den Blaubeeren mit durchrufen, da gehe ich immer dann ran einfach. Ja, habe ich ja jetzt gemacht. Ja. Zwei Dinge. Nummer eins, hast du einen GPS-Bausatz, den du einbauen kannst? Ja, habe ich. Supi, dann würde ich da einen mal bestellen. Ja. Für einen Xerion 4000, falls relevant, keine Ahnung. Ja. Und was ist denn jetzt mit der Produktion? Ah, ich Ja, komme ja, sofort ja. vorbei. Ja, ich bin gerade auf dem Feld beim Diesel. Welche Brudi waren das nochmal? Das war Holzscheite. Willst du den kaufen? Jo, hat mir ausgemacht und ich krieg ja eigentlich die Förderung noch, oder? Ja, die kriegst du noch. Ja, gut. Sonst hätte ich dir jetzt ein Drama gemacht. Nee, die kriegst du noch. Gut, dann trage ich dir die ein. Jo, schickst dann halt, was ich noch zahlen muss, ne? Ja, schicke ich dir. Gut, Tschüss. danke. Tschö. Gut, dann haben wir die also jetzt doch noch gekriegt. Das ist sehr, sehr schön. Und die Holzscheite, die nehmen wir dann eben, oder je nachdem Holzkohle, was halt ein bisschen mehr Geld bringt, das nehmen wir dann noch, um Geld zu verdienen. Dann haben wir da nämlich noch ein Backup für die Wasserproduktion, dass wir Wasser hier dingsen müssen. Falls die Gemeinde irgendwas braucht fürs Wasserkraftwerk, dann geben wir denen einfach Holzscheite oder das, was halt vorrätig ist. Das schauen wir dann mal. Ja, durch den Genicklenker habe ich einen relativ kleinen Wendekreis. Ja, das ist kein Problem, ich kann eben warten. So, GPS ist bestellt, das ist supi. Weil dann wird das Ganze mit der Feldarbeit ein bisschen einfacher. Als ich das dann auch kapiere, wie das funktioniert. Ich glaube, so wie ich den Neumann kennen würde, die dir das schon erklären, wie das funkt. Nee, der Jürgen baut es mir ein. Okay, ja, ich muss jetzt eben Mond verkaufen fahren und dann rufe ich den Neumann an, dass der LKW bestellt werden kann. Er sagt, der ist dann auch direkt dann vor Ort, den kann ich dann direkt abholen. Der wurde schon letzte Woche geliefert. Nur halt, der Fahrer wartet noch auf sein Geld. Ja. Oh, dann mach mal. Bin ja dann auch wieder da. Jo.
Die Hälfte haben wir, glaube ich, jetzt schon vom Feld. Volker? Ja. Brauchst du Stroh? Nee, danke. Das gibt's doch nicht. Wieso braucht hier in diesem Dorf keiner Stroh? Tschüss. Tschö. Stroh könnte man theoretisch schon gebrauchen für unsere für Sägewerk als Brennstoff. Aber da habe ich auch noch einiges auf Lager. Von dem her brauche ich da nichts zukaufen. Das wäre ja doof, wenn ich was zukaufe, was ich eigentlich schon besitze. Ups, also. So, ich habe bei mir, glaube ich, auch schon angesät. Muss, glaube ich, noch einmal düngen. Nachher mal reingucken. Wenn wir hier fertig sind. Volker. Jo. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ne? Und ja. Da steht im Tablet, Roggen bringt mehr wie Mohn gerade. Ja, Roggen ist immer ein bisschen teurer. Darum fahre ich jetzt zum Aldi eine Fuhre Roggen verkaufen und ich hoffe, dann habe ich das Geld für den LKW drinne. Jo, ich drück dir die Daumen. Weißt du, was gerade Dinkel kostet? Ich guck mal im Tablet. Dinkel. Jo. 933 bei Aldi. Steigend? Negativ. Hm. 933 war, glaube ich, gut. Hab ich noch Dinkel? Ich meine, dass ich noch Dinkel habe. Wo ist er denn? Ah, ne, habe ich ja schon verkauft. Karotten 500. Nö, hab gerade gar nichts zum Verkaufen. Schade. Egal. Schade Schokolade, ne? Ja, ja, aber ist okay. Will schon keine Steuern zahlen. Ja, sagen wir es mal so, ich habe auch ein bisschen Schokolade vom Nikolaus neben mir liegen. Jo. Meine Frau meint mir nämlich so als Pausenbrot einen Schoko-Nikolaus reinzupacken. Ja, 6.12. war ja gestern, ne? War vom Nikolaus, war nicht von deiner Frau. Hast du was verpasst? Ja, stimmt. Nur ich hatte den ja vom Nikolaus gekriegt, wollte den jetzt nicht essen und meine Frau sagte, du nimmst den jetzt mit. Ja. Einer muss, einer muss halt den Ton angeben. Der Neumann hat sich mit dem LKW auf die Seite gelegt. Würde ich gleich mal hier Schadensersatz fordern. Jetzt muss ich doch mal in Vorgewende fahren, weil ist einfach besser. Der Zaun wird einfach immer näher zum Feld ran, ne? Ja, ja. Musst du mal umsetzen. Am besten komplett abreißen. Auch eine Option. Ich meine, das hält mir zwar die Hirsche vom Feld runter, aber warum denn auch keine Hirsche auf dem Feld haben? Sind doch auch nur Lebewesen. Die sind auch nur noch was zu fressen.
fragt jetzt mal ein Bauer, der Mais anpflanzt. Vor allem, was da die Wildsäure drin anrichten. Ja, meine Schweine bräuchten eigentlich Mais, aber da können sie noch ein bisschen mit warten. Weil ich habe noch für meinen Drescher noch kein Maisgebiss. Ah, welchen Drescher hast du jetzt? Russell Mesh RSN 161. Ah, okay, den großen. Mit 9 Meter. Ja, mit 9 Metern Arbeitsbreite. Mit dem war ich auch bei dir mal Mohn ernten. Ah, ja, stimmt. Da hatte ich die zwei Felder in der Pacht. Das wäre natürlich auch mal noch eine Option, ob ich mir wieder ein paar Felder pachte. Muss ich mal gucken, was so im Angebot ist. Aber das machen wir nicht mehr heute. Machen wir vielleicht morgen, wenn wir hier fertig sind mit Ansehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Oder einfach alles. Und bis moin. Haut rein, macht's gut. Tschüss.